Hallöchen, hallo, da sind wir wieder live und in Farbe auf dem Bildschirm eurer Wahl. Willkommen bei der Newcomer TV Show, bei dem Magazin im Fernsehen. Wir haben euch wieder wunderbare Bands mitgebracht, zwei Stück an der Zahl, von der vierten Newcomer TV Nacht, die im September in der Musikhalle Portstraße stattgefunden hat. Und ich möchte euch jetzt eine Band vorstellen. Was heißt vorstellen? Die muss man gar nicht mehr vorstellen, weil sie schon so viele Jahre unterwegs sind, aber immer noch begeistert mit ihrem melodischen Punk-Rock britischer Prägung. Ein Riesenapplaus eurerseits für The Swipes. One, two, three. We talk more and more. What we are done. We say lies and lies. Social media was our best. Bound to communication as our generation has. Don't talk to me anymore. My senseless creation. I resist about temptation. Don't talk to me anymore. We just hear ourselves 24/7. That's good for health. We meet to parity with arrogance, but let's say friends. When to communication is our generation. Don't talk to me running my senseless creation. Is this about temptation? Don't talk to me anymore. Musikalisch härter, inhaltlich politischer als je zuvor und das in den heutigen Tagen, das ist natürlich Zündstoff und wenn man Texte schreibt, da kommst du ja aus dem Schreiben gar nicht mehr raus, oder? Ja, vielleicht auch, weil ich Texter vom Beruf bin, da passt das natürlich irgendwie auch zu, aber prinzipiell ja. Also wir haben eigentlich als in einer anderen Besetzung ursprünglich angefangen und waren eine Band, die ursprünglich eher so aus der Beat-Garagen-Rock-Ecke so ein bisschen kam und mittlerweile bin ich eher zu meinen Roots zurückgekehrt. Und das ist eine lustige Geschichte in der Hinsicht, weil ich einmal mit meiner alten Band, den Swoons, vor ungefähr 25 Jahren hier ein Konzert haben sollte. Aber es gab irgendeine Prügelei oder Polizeiauftritt, irgendwas. Ja. Und wir haben vor der Tür geparkt. Jemand aus dem Jugendzentrum kam und hat gesagt, hier ist euer Geld, eure Gage, aber ihr könnt heute nicht auftreten. Dann war ich mit den Popzillers hier, eine ganze Ewigkeit schon her. Ich glaube, so in den frühen 2000ern irgendwann. We'll be right back.
don't look away. Directionalist, infrasexualized, don't look away, don't look away. Respect to me, no perspective, whoa, 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 whoa. Let's go shout eyes, give a hand, whoa, let's bring balance, my friend. Let's go shout eyes, give a hand, whoa, name, it down. Let's give a hand, let's bring balance, my friend. Let's go shout, let's give a hand, claim solidarity. Let's go shout, let's give a hand, let's bring balance, my friend. Let's go shout, let's give a hand, claim solidarity. Let's go shout, let's give a hand, whoa, let's bring balance, my friend. Let's go shout, let's give a hand, oh. Corona, seit März alles an die Wand gefahren. Wie hat das euer Bandleben verändert? Oder überhaupt auch deine kreative Arbeit als Musiker, Musiker? Es ist abstruserweise genau das Gegenteil. Es ist eigentlich kreativer geworden. Ich meine, es ist nicht zum ersten Mal, dass Musiker, wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise auf etwas begrenzen müssen, damit den Mitteln auskommen müssen, die sie haben. Das hat bei uns dazu geführt, dass tatsächlich auf der Platte hier, der Splitplatte mit dem Moving Target, sogar zwei Home-Recording-Nummern drauf sind, die wir, also das Schlagzeug im Übungsraum, mir rutscht auch die Brille, ich bin schon so ein bisschen am Schwitzen. Ja, die Nase ist am Schwitzen. Genau, ja, ich stelle die auch immer so oft ein und die geht trotzdem immer wieder, rutscht sie runter, ich weiß auch nicht. Aber da sind sogar zwei Home-Recording-Nummern drauf, Schlagzeug im Übungsraum und den Rest praktisch zu Hause gemacht und das ist natürlich nicht perfekt und da sind auch zwei noch vom Studio drauf, also jede Band vier Songs, aber wir haben das Selbstvertrauen trotzdem, die da auch mit drauf zu machen und in der Hinsicht gibt es halt eine vielfältige Art von Möglichkeiten, die uns halt in der Hinsicht einfach heutzutage die Sache viel einfacher machen. Slavery and nation factories.
Tolles Interview, tolle Musik, The Swipes aus Frankfurt. Und es geht gleich weiter, keine Zeit verlieren, mit einer Band, die sich dem Hardrock-Genre zuschreibt und die auch aus Frankfurt kommt und die wir auch auf der gleichen Newcomer-TV-Nacht aufgezeichnet haben. Ein Riesenapplaus für Admiral Camilla! Still stay calm.
Ihrer Camilla, wie allen anderen Bands, geht es euch bestimmt genauso in Zeiten von Corona. Kaum Gigs. Ich habe mir mal eure ganze Gig-Liste ausgedruckt. Ihr seid ja wahnsinnig viel auch unterwegs. Nee, ihr seid schon in den Jahren unterwegs. Seit 2008 gibt es euch ungefähr. Lebt ihr von der Musik oder habt ihr alle noch bodenständig andere Jobs, die euch jetzt über Corona hinaus bringen? Ja, also wir haben definitiv alle Jobs. Vollzeitjobs auch, also die Musik ist nur unser Hobby und von daher ist es jetzt für uns nicht so tragisch, wie das vielleicht für die Vollprofi-Bands ist, dass da sämtliche Gigs ausfallen. Wir nehmen natürlich auch gern jeden Gig mit, ist klar. Ist natürlich ohne Gigs auch ja teilweise so, dass es ein bisschen langweilig wird. Corona hat halt auch dazu geführt letzten Endes, dass wir die Aufnahmen unterbrechen mussten zu unserem ersten Album. Weil natürlich wir uns auch an die Regeln gehalten haben. Und wie ist es dann mit Videos? Also ich meine, weil dieses, als ich das gelesen habe, Admiral Camilla und die Flagge und überhaupt und die Piraten und das Schiff und die Crew und da habe ich gedacht, wow, da kannst du ein ganzes Filmalbum rausmachen eigentlich und hatte euch schon so heute Abend so mit Piratenmütze und irgendwie sowas gesehen. Aber weil ich euch ja noch nie jetzt so live gesehen habe. Aber wie würdet ihr mit Videos arbeiten? Also Stories oder eher Live-Videos oder was schwebt euch davor? Ja, also wir haben ein paar Ideen, die wir umsetzen wollen. Ja, vielleicht jetzt, klar, Corona-bedingt nicht mehr dieses Jahr, aber dann nächstes Jahr. Wir haben eigentlich so eine Idee, dass wir aus dem Proberaum raus was live aufnehmen wollen, ein Video schneiden wollen. Das ist immer cool, ja. Weil wir einfach finden, dass es cool ist, wenn die Band so im Vordergrund ist vom Video und nicht so sehr vielleicht die Story. Was wir dann drumherum bauen und ob wir vielleicht draußen noch irgendwelche Aufnahmen machen oder so, das müssen wir dann sehen. Hanging around me.
schwer, in dem Stil zu bleiben, weil manchmal ist es ja so, dann sind gerade die Fans sauer. Also wenn eine Band schon so lange am Start ist, hat sie natürlich Fans. Das heißt, ist man dann gezwungen, auch immer stilistisch immer so weiterzumachen? Oder könnt ihr euch auch mal was ganz anderes vornehmen? Also das heißt, ihr macht so eine Art Hardrock-Zapper, ja, also mit vielen Breaks und ungeraden Rhythmen. Oder ist das, geht nicht? Das nehmen euch die Fans nicht ab oder ihr wollt es auch nicht? Ja, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, die Frage. Also im Endeffekt ist es tatsächlich so, wir haben ja schon eine ganze Bandbreite an Songs. Wir probieren auch immer wieder was aus. Große Liste. Genau, ja, im Bereich Bluesrock, Hardrock. Wir jammen auch mal zusammen, um zu gucken, ergibt sich daraus irgendein cooler Song. Klar, dann covern wir mal den einen oder anderen Song, AC/DC zwischendrin zur Auflockerung. Auch daraus entsteht dann manchmal wieder ein neuer Song. Also von daher, wir sind da schon relativ offen. Wir sind jetzt nicht total festgefahren. Ja. Krass, oder? Also ich meine, sympathische Jungs, Musik, die irgendwie zeitlos ist. Also so als Hardrock-Fan liebe ich es, diese Art von Gitarrenmusik und überhaupt diese Melancholie zwischen den Zeilen. Heute habt ihr gesehen The Swipes am Anfang der Sendung und jetzt Admiral Camilla. Und ich danke den Jochen für seine zeitlosen Kamerafahrten und überhaupt für seine Energie von Newcomer TV. Und ich bin euer Seppel am Mikrofon. Macht's gut, wir sehen uns bald wieder. Bleibt gesund, ciao, arrivederci und bis bald.